willkommen auf meinem PS4 Forever 67 Kanal. Ihr seht jetzt ein kleines Let's Play vom neuen Soul Calibur 6. Finde ich besser als die Toshinden-Reihe damals auf der PS1 und PS2 und auch besser als Tekken und auch besser als Dead or Alive. Meine persönliche Meinung. Und ich werde jetzt, da ihr sagt, ich soll ein Reaction-Video machen, gegen Christian Martin Schön antreten. Gegen einen der Charaktere, den ich dann so nenne. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen, ja, nicht wahr? Ja. So. Mit wem wollen wir denn kämpfen? Ich kämpfe mit meinem Lieblingscharakter, das ist auch ein Typ Frauen, auf den ich auch stehe, mit der sexy Ivy. Genau. Na, habe ich euch zu viel versprochen? Ist doch eine Augenweide, ne? Eigentlich muss ich das Video auf 18 stellen. Ist das geil? Ist das grafisch eine Augenweide? Ja, Mädel. Wollen wir auch einen Kaffee? Das ist Frauenpower. Das ist eine Amazone. Jawohl. Genau. In meiner Seele hat Angst keinen Platz. Genau. Sehr sympathisch, diese Amazone. Soul Calibur ist geil. Ich habe auch den ersten Teil, der noch auf der Dreamcast-Konsole erschien, ist auch sehr gut. Aber man erkennt hier unzweifelhaft, das Spiel hat eine Wahnsinns-Evolution durchgemacht, auch grafisch. In a cursed castle, oh, schön. Genau. Ja. Komm, ach Kleine, gib dir keine Mühe. Sehr schön. Na, wer kann solchen Frauen widerstehen, ha, Jungs? Ja. So, ja, Cervantes, das ist Christian Martin Schön. Jetzt kriegst du die Abreibung deines Lebens. Du Lügner, du Heuchler, wir haben alle dein Audio-Mitschnitt mitbekommen. Ja, wie du die jungen Mädels heiß machen wolltest. Ja, siehst du, und so wird auch die Justiz mit dir umgehen. So wird auch die Justiz mit dir umgehen. So wird auch die Justiz mit dir umgehen, Christian Martin Schön. Keine Gnade, kein Erbarmen gegen Pädophile. Von wegen, du hast es gewusst und hast nur mitgespielt. Ja, genau. Perfekt wird auch deine Niederlage sein, Christian Martin Schön. So was können wir bei YouTube und auf Social Media Plattformen nicht gebrauchen. Das war jetzt wohl Reaction in Bezug auf jemanden, den wir alle nicht leiden können genug, ne? So ein Heuchler. Sollte sich in Grund und Boden schämen, kommt wohl mit erwachsenen, reichen Frauen nicht klar. Schön, ne? Beeindruckende Grafik. So. Na? Wehr dich doch nicht so, Bube. Sehr schön. So, ihr Lieben, das war's. Nicht so lange. Und ich hoffe, meine kleine Reaction auf einen gewissen Herrn hat euch auch gefallen. Bis dann.
Willkommen auf meinem PC-Strategie-Spiele-Kanal, PC-Strategie-Games-Art. Ja, jetzt gibt's mal wieder ein schönes Let's Play von dem Zombie-Spiel, was ich hier schon vorgestellt hatte, Trap Dead Lockdown, aber diesmal etwas ausführlicher als bisher. Und ich bin der Mimon El Boom, Marine-Soldat und spiele auf normal. Mal sehen, wie weit ich komme. Es gibt da eine prekäre Stelle in einer Kirche, die nicht so ganz einfach ist. Naja, wenn ich da scheitern sollte, kann man das noch zwei, dreimal versuchen. Es ist ein tolles Spiel mit Retro-Charme, aber trotzdem auch einer tollen Grafik und tollen Atmosphäre, tollen Soundtrack. Und das gibt es gerade mal für 8, 9 Euro bei Mediamarkt, zumindest damals. Gute Spiele müssen nicht teuer sein, auch auf dem PC nicht. Und wer was für die Untoten, so wie ich Zombies gut hat, nicht nur die Filme, sondern auch entsprechende Spiele, ist hier gut beraten. Ja, erinnert das doch stark an die Dawn of the Dead Filme von George A. Romero oder Day of the Dead und andere Zombie-Meisterwerke, Filmmeisterwerke oder auch an die Walking Dead-Reihe. Gut nach Kuplowart, dann wollen wir mal loslegen. I got in the car as soon as I got the call. Sounded urgent. Cast, if you're listening to this, please remain in calm. What? Ja, hängt ein bisschen an der Stelle des Sounds. We have supplies and we can treat you. Do not panic. We can help you. We have supplies and we can treat you. Do not panic. Meet us at the old radio station. This is an emergency broadcast. If you're listening to this, please remain calm. There's a way out. All survivors should meet at the old radio station. So, man muss hier erstmal einige Sachen. If you're listening to this, please remain calm. There's a way out. All survivors should meet at the old radio station. Einiges durchblicken. We can help you. We have supplies and we can treat you. Do not panic. Meet us at the end of the Willkommen auf Strategiespiele 67. Ihr seht hier heute ein paar Spieleimpressionen, egal ob ich darin gewinne, von Payday 2 für die Nintendo Switch-Konsole, abgefilmt von meinem großen Fernseher. PC-Spiele werde ich in Zukunft, Strategie-PC-Spiele mit OBS-Unterstützung, hier hochladen auf Strategiespiele 67. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser kleinen Impression. PD2 gibt es auch für alle anderen Konsolensysteme und ich glaube auch für den PC. Ja, und das Spiel ist auch strategielastig. Man muss ja überlegen, wie man läuft, schießt, wie man sich versteckt als Bankräuber. Na, da bin ich mal gespannt. Ich kann nicht garantieren, dass ich gewinne, aber zum Spielen gehört auch verlieren können. Und ja, Hauptsache ihr kriegt ein paar schöne Impressionen von dem Spiel und holt es euch vielleicht dann auch für eure Konsole oder für den PC. Ego-Shooter oder solche Shooter hier haben auch immer einen hohen strategischen Anteil. Und deswegen kann ich das hier auch guten Gewissens zeigen.
Na, da bin ich mal gespannt. Na bitte, geh doch. Ah, schade. Gerade wurde es spannend. Naja, ist nur eine kleine Impression. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und das ist ja auch nicht unbedingt nötig. Hauptsache, man hat Spaß an der Freude. Ich hoffe, dieses kleine Let's Play, diese Impression von PD2 hat euch gefallen. Bis dann, euer Strategiespiele 67. Ihr seht jetzt hier Alien vs. Predator, das beste Modul der 90er Jahre. Damals in der Videogames bewertet mit 90% und immer noch ein Kracher. Ich spiele so weit wie ich komme und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Spiel. Ja, das waren noch Zeiten, als Videospielmodule das Sagen hatten. Da hatten wir damals in der Jugend genauso viel Spielspaß wie ihr heute. So, mit dem Colonel Marine ist es am geilsten. Na, die Grafik kann sich doch noch immer sehen lassen, oder denkt ihr nicht? So, hier seht ihr schon mal eins dieser Alien-Viecher. Da gehe ich jetzt aber nicht rein. Da sind auch welche. Tja, ist natürlich wie ein Labyrinth so ein bisschen, diese Raumstation, aber geht schon. So, hier war was, das weiß ich. Tja, irgendwo ging es nochmal weiter, da ging es in eine Kantine. So, jetzt brauche ich Medizin. Medizin oder Futter. Und Munition, genau. Naja, gleich ist mein Leben vorbei. Aber egal, ihr habt ein paar schöne Impressionen aus diesem tollen Spiel. Und wie gesagt, das ist Modul. Noch vor CD-ROM. Und ich denke, das kann auch heute noch mithalten. Juhu, Medikits, ich hab's geschafft. Das ist schon Munition für eine neue Waffe. Oh.
ging gerade noch mal gut. Ah, schade. Aber ich habe eine ganze Weile durchgehalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist Alien vs. Predator, das Modul der 90er Jahre.